الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين احمده حمد الشاكرين واثني عليه ثناء الذاكرين لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه احمده تبارك وتعالى على كل نعمه انعم بها علينا في قديم او حديث او سر او علانيه او خاصه او عامه احمده على الاسلام وعلى الايمان وعلى القران وعلى العافيه والمعافاه احمده على نعمه وجود الوالدين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد meine ehrenwerten geschwister wir sprechen heute über ein gewaltiges recht und eine große pflicht der Allah Subhanahu wa Ta'ala eine gewaltige Stellung in unserer Religion gegeben hat, und dessen Stellenwert bei Allah Tabaraka wa Ta'ala sehr hoch ist. Er hat es in Verbindung mit seinem eigenen Recht gebracht gegenüber seinen Dienern. Es ist, meine lieben Geschwister, das Thema Birro walidin, die Güte zu den Eltern. Es genügt als Beweis für die gewaltige Stellung dieses Rechtes, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Recht nach seinem eigenen Recht gegenüber seinen Dienern in Verbindung gebracht hat. Und dies, meine lieben Geschwister, an fünf verschiedenen Stellen im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, Dient keinem außer Allah und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Und Allah Azza wa sagt: Sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts beigesellen und zu den Eltern gütig sein.

gütig sein sollt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكِ إِلَيَّا الْمَصِير. Und wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen. und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von zwei Jahren, sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Meine ehrenwerten Geschwister, die Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beweist uns, genauso wie der Koran, die Gewaltigkeit und die Wichtigkeit der Stellung der Eltern im Islam. Im Jamia von Imam, أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ذي أينم حديث فن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بغشتت تستجذنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت رضى الله في رضى الوالد وسخط الله في سخط الوالد. Die Zufriedenheit von Allah liegt in der Zufriedenheit des Vaters. Und der Zorn des Herrn liegt im Zorn des Vaters. Und in Bukhari und Muslim findet man einen Hadith wieder, der beweist, dass die Güte zu den Eltern zu den besten und zu den gewaltigsten Taten gehört und zu den wertvollsten Gehorsamkeiten. Aus einem Hadith von Abdullah ibn Mas'ud wird berichtet, dass er sagte, ich fragte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, welche Tat ist die am meisten geliebte bei Allah? Er sagte, das Gebet zur rechten Zeit. Ich sagte, welche Tat dann? Er sagte, die Güte zu den Eltern. Abdullahi bin Mas'ud, radiallahu an, fragte den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nach den Anbetungen, nach den Ibadat, die beim Erhabenen Allah am meisten geliebt sind. Denn meine lieben Geschwister, je mehr doch Allah taala eine Tat liebt, desto mehr Lohn bekommt man auch dafür. Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt im Hadith: „ Die am meisten geliebte Tat bei Allah ist das rituelle Pflichtgebet zur rechten Zeit, so wie es Allah subhanahu Wa ta'ala festgelegt hat. Denn hierin ist eine Motivation, um dem Aufruf Allahs nachzukommen, seinem Befehl Folge zu leisten und dieser besonderen Pflicht die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. In seinem stetigen Verlangen nach dem Guten hat Abdullah ibn Mas'ud es nicht dabei belassen, im Gegenteil, er fragte weiter nach der zweiten Meistgeliebte. Der Taten, die bei Allah am meisten geliebt sind. Er fragte weiter nach der zweiten Tat, die bei Allah subhanahu wa ta'ala am meisten geliebt ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Die Güte zu den Eltern. Birru al-walidain. Das erste Recht ist das alleinige Recht Allahs und das zweite das alleinige Recht der Eltern, subhanallah. Die Rechte der Eltern kommen somit. Erst nach dem Recht Allahs. Allah hat in der Verehrung ihm gegenüber die Rechte und Güte der Eltern mit dem Tauhid ihm gegenüber verbunden bzw. gekoppelt, so wie es in den zahlreichen Stellen im edlen Koran zu finden ist. Denn die Eltern haben ein Recht dir gegenüber, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, das für dich verpflichtend ist, wegen dem, was sie für deine Existenz, deine Erziehung, deine Ernährung und ihre Liebe und Fürsorge dir gegenüber getan haben. Mit deiner Güte ihnen gegenüber erfüllst du einige ihrer Rechte. Wir sehen, dass Allah in diesem gewaltigen Hadith die Rechte und Güte der Eltern mit dem Tauhid ihm gegenüber gekoppelt hat. Es ist über unserem Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls überliefert worden, dass er die Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern mit dem Schirk, mit dem Polytheismus in Verbindung gebracht hat. In Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim wird berichtet aus einem Hadith von Abi bakra dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah. أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه أبو بكر رضي الله عنه زاكت Wir saßen bei unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu uns: Soll ich euch nicht die größten aller Sünden nennen? Wir sagten: Doch, O oh Gesandter Allahs. Er sagte: Es sind drei Dinge: Die Beigesellung Allahs, die Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern und die lügenhafte Aussage oder das falsche Zeugnis. Der Prophet Muhammad wasallam, erzählt, der Sahabi Abu Bakr, an, er erzählt, dass der Prophet wasallam, diesen Hadith erwähnte, während er sich stützte. Daraufhin setzte er sich aufrecht und wiederholte die oben genannten drei Dinge. Der Prophet wasallam, wiederholte dies mehrmals, bis wir dachten, er würde nicht aufhören. Durch die mehrmalige Wiederholung, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, welche in vielen Ahadith vorkommt, lenkte der gesamte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf die enorme Wichtigkeit der Aussage. Meine ehrenwerten Geschwister, als Allah subhanahu wa taala uns im Koran befahl, gütig zu unseren Eltern zu sein, hat Allah azawajalla diesen Befehl sozusagen allgemein ausgedrückt, um zu beweisen, dass unsere Eltern jegliches Gute behandeln verdienen, beziehungsweise das Beste und Wertvollste behandeln, die wertvollste und beste Güte zu unseren Eltern. Und wie kann dies nicht sein? Und sie haben solch eine hohe, gewaltige Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen haben die Eltern, eine besondere Stellung im Umgang mit ihnen und in der Art und Weise, wie man sie anspricht und ihnen auch nach Dingen fragt. Eine Art und Weise, sagen die Ulama, die sonst keinem anderen zusteht wie den eigenen Eltern. Subhanallah. Abu Huraira radiyallahu an, berichtete: Ein Mann kam zum Gesandten Allahs sallallahu wasallam, und sagte: O Gesandter Allahs, Wer hat am meisten Anspruch auf meine gütige Kameradschaftlichkeit? Der Prophet sallallahu wasallam, sagte deine Mutter. Der Mann fragte weiter wer dann? Der Prophet sallallahu wasallam, sagte deine Mutter. Der Mann fragte weiter wer dann? Der Prophet sallallahu wasallam, sagte deine Mutter. Der Mann fragte weiter wer dann? Der Prophet sallallahu wasallam, sagte dann dein Vater. Die Gelehrten, unter anderem Al-Hafidh, Abu Zakaria, Al-Nawawi, Ta'ala, sagen, die Mutter wird deshalb vor dem Vater vorgezogen, weil ihre Anstrengungen mit dem Kind viel mehr sind als die des Vaters. Die Schwangerschaft der Mutter, die Sorgen der Mutter sind nicht wie die des Vaters. Und das Stillen und die Erziehung und die Heilung, wenn es krank ist und vieles, vieles mehr. Und es gibt einen Konsens, beziehungsweise eine Übereinstimmung, dass die Mutter in der Güte zu den beiden Eltern vorgezogen wird. In diesem gewaltigen Hadith sehen wir, welch eine Stellung die Mutter bei Allah, bei Allah Subhanahu wa Ta'ala hat, und welches Benehmen und welche Güte sie verdient hat. Und leider, meine lieben Geschwister, ist es in der Zeit, in der wir heute leben, ein großer, großer Mangel unter uns Muslimen. Einige, wenn sie ihre Freunde treffen, reden sie mit ihnen mit voller Freude und Höflichkeit und schenken ihnen ein verzauberndes Lächeln. Wenn er aber seine Eltern trifft, ist er unfreundlich zu ihnen. Begrüßt sie nicht, gibt ihnen Widerworte, betritt das Haus ohne sie zu begrüßen, gibt ihnen Widerworte und behandelt sie schlecht, subhanallah. Dies gehört, meine lieben Geschwister, zu dem schlechtesten Benehmen, den ein Mensch überhaupt besitzen kann. Wallahu al Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran befohlen, gütig zu den Eltern zu sein, selbst wenn die Eltern Ungläubige sind. So, الله سبحانه وتعالى في القران وان جَاهَدَاكَ على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا Wenn sie sich aber darum bemühen dass du mir das beigesellst wovon du kein wissen hast dann gehorche ihnen nicht doch gehe الله hat also befohlen, gut mit ihnen umzugehen, selbst wenn die Eltern ungläubig sind. Die Gelehrten sagen, meine lieben Geschwister, wie ist es dann bei Eltern, die gläubig und rechtschaffen sind? Wie ist es dann bei rechtschaffenen Eltern? Ohne Zweifel ist der Rang höher, der Befehl gewaltiger und die Verpflichtung viel größer. Und wer die Ahadith unseres Propheten Muhammad sallam liest, versteht, beziehungsweise sieht ein, dass die Güte zu den Eltern einen gewaltigen Rang hat. In Sunnan von Abi Dawud, rahimahullahu azza wa jell, wird berichtet, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auswanderte und zu ihm sagte, ich bin zu dir ausgewandert und habe meine Eltern weinend zurückgelassen. Daraufhin sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi zu ihm, Kehre zu ihnen zurück und bringe sie zum Lachen, so wie, du, so wie du sie zum Weinen gebracht hast. Schau, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dieser Mann ist zum Propheten Mohammed ausgewandert und kam von weit her, um sich dem Propheten sallallahu wasallam, zu widmen und an seiner Seite zu stehen und ihn zu begleiten, dem besten Geschöpf, welches Allah Subhanahu wa Ta'ala erschaffen hat. Und trotzdem hat der Prophet صلى الله عليه وسلم ihm befohlen, zurückzukehren und seinen Eltern ein Lächeln zu schenken. Ein anderer Mann kam zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, um für Allah subhanahu wa ta'ala zu kämpfen. So sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم zu ihm: Hast du Eltern? Er sagte: Ja. Dann sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم zu ihm: In ihnen ist der Kampf. In ihnen ist der Jihad. Damit ist also gemeint, dass das gute Behandeln deiner Eltern und der gute Umgang mit ihnen Jihad ist. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Güte zu den Eltern Jihad genannt. So hat der Prophet sallallahu wasallam das gute Behandeln bzw. die Güte zu den Eltern Jihad genannt. Dieses gewaltige Recht, meine ehrenwerten Geschwister, wird dann nochmal deutlich, wenn die Eltern älter und schwächer werden, subhanallah, und der Körper nicht mehr der Junge ist. An dieser Stelle, wenn die Eltern ein spätes Alter oder ein hohes, beziehungsweise ein hohes Alter erreichen, wird die Güte zu ihnen nochmals gewaltiger und vollkommener. Hör dir die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala an. Allah Azza wa sagt in Surat al-Isra'a: rabbuka ta'budu illa وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحد أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Fui und stoße sie nicht ab, sondern sag zu ihnen respektvolle Worte. Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Und der Prophet sallallahu wa sagt in einem Hadith, Rahima Anfun, Rahima anfun Rahima Anfun, Man أَدْرَكَ Abawaihi in Del Kibari aha Huma O Kilayhima, Felamiad in der ungefähren Übersetzung, meine lieben Geschwister, sagt der Prophet Sallallahu Alaihi in diesem Hadith, ein großer Verlust, ein großer Verlust, ein großer Verlust erleidet derjenige, der den Gehorsam gegenüber den Eltern, die alt und schwach geworden waren, nicht als Grund für den Eintritt ins Paradies genutzt hat. SubhanAllah, die gute Behandlung der Eltern. Die Güte zu den Eltern, die alt und schwach geworden sind, in der, indem man ihnen dient, sie in der Versorgung und unterstützt, ist der Grund für den Eintritt ins Paradies und für den Gewinn im Jenseits. Es ist eine große Schande, meine lieben Geschwister, dass jemand von uns seine Eltern noch erleben darf und er sich nicht um sie kümmert und ihnen Hilfe leistet. Ein großer Verlust und eine große Schande. Derjenige aber der Gütig zu seinen Eltern ist und ihnen ihre Rechte gibt und sie gut behandelt, den wird Allah Tabarakawata belohnen und bewahren. Die Gelehrten sagen, meine lieben Geschwister, zwei gewaltige Dinge unterstützen dich dabei, deine Eltern zu behandeln. Erstens, dass man sich selber daran erinnert, was die Eltern alles für das Kind getan haben. Vor allem die Mutter, vor allem die Mutter. Man erinnert sich selbst daran, dass die Mutter mit dem Kind sehr viel durchgemacht hat und das Kind neun Monate im Bauch getragen hat, es gestillt hat und versorgt hat. Man sollte sich an all diese guten, schönen Zeiten erinnern. Und Allah Tabaraka ta sagt im Koran, ummuhu <harm> wahn Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen. Zweitens, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, sich selbst daran zu erinnern, dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Und dass Allah uns befragen wird nach diesem gewaltigen Recht. Dass Allah tabaraka wa ta'ala dich, mein lieber Bruder, fragen wird nach diesem gewaltigen Recht. Nach Birr al-Walidain. Nach der Güte zu den Eltern. Und diese zwei Punkte, liebe Geschwister, die ich soeben erwähnt habe, die uns dabei helfen, gütig zu sein zu unseren Eltern. لأن <سؤال> <سؤال> سبحان الله، بَيْدَ إِنْ أَيْنِ فَازِ إِمْ قُرْآنَ أَفَيْنِتْ، وَنْسَوَى إِلَّا لُقْمَانَ إِنْ فَازَ إِذَا إِبْنَ بِغَيْتَ سَتِيَتْ هَابَنَ، الله تبارك وتعالى زَعْتْ: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، أَنِشْكُرْ لِي ولوالديك إِلَيَّ الْمَصِيرِ Allah Ta'ala sagt, und wir haben die Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von zwei Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar, zu mir ist der Ausgang. Also ist die Güte zu den Eltern, meine ehrenwerten Geschwister, wie wir aus den ganzen Ahadith und Versen entnehmen konnten, einer eine der gewaltigsten Anbetung. Und gehört zu den Taten, die deinen Iman vervollkommnen, deinen Glauben und die Güte zu den Eltern ist eine Tat, durch die du Allah Subhanahu wa Ta'ala näher kommst. Ich möchte gerne einige Athar, einige Aussagen der Sahaba und des Salaf erwähnen, die dir mein lieber Bruder und meine liebe Schwester aufzeigen, welche besondere Stellung die Güte zu den Eltern beinhaltet und wie die Salaf die Anweisungen über die Güte zu den Eltern verstanden haben und wie sie es in die Tat umgesetzt haben. So sagte Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, Ich kenne keine Tat, die gewaltiger bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, als die Güte zur Mutter. Es wird berichtet, dass Abu Huraira, r.a. erst dann seine Hajj vollzogen hat, nachdem seine Mutter gestorben ist, um ihr an der Seite zu stehen und sie gütig zu behandeln. Abu Huraira sah zwei Menschen, die am Gehen waren. Da fragte Abu Huraira einen von ihnen: Wer ist der Zweite mit dir? Er sagte: Mein Vater. Daraufhin sagte Abu Huraira: Nenne ihn nicht bei seinem Namen. Gehe nicht vor ihm und setze dich nicht, bevor er sich hingesetzt hat. Im Buch Al-Birr von Ibn al-Jawzi, auf Seite 68 wird zitiert, dass der Sohn von Um-Iyas bint Muawiyah viel weinte, als sie starb. Er wurde gefragt: Was bringt dich zum Weinen? Er sagte: Mir waren zwei Tore zum Paradies geöffnet und eines dieser Tore ist nun geschlossen. Er meint mit dem Tor die Güte zu der Mutter, subhanallah. Ibn Aun berichtet. Wenn Muhammad ibn Sirin bei seiner Mutter war, pflegte er, seine Stimme zu senken und in einem ruhigen Ton zu sprechen. Zu Ali ibn hussein wurde gesagt, Du bist der Gütigste unter den Menschen, und trotzdem sehen wir dich nicht mit deiner Mutter essen. Er sagte, Ich habe Angst davor, dass meine Hand zu etwas vom Essen eilt, welches meine Mutter schon vorher mit ihren Augen beobachtete. Und ich dadurch dann ihr gegenüber nicht gütig war. Allahu Akbar. Allahu Akbar, meine lieben Geschwister. Das Gewaltige an dieser Anbetung, an dieser Ibadah, Birrul Walidain, ist, dass die Güte zu den Eltern, subhanallah, nicht mit ihrem Tod endet. Sie endet nicht mit ihrem Tod. Vielmehr ist diese Güte nach ihrem Tod fortlaufend und man wird weiter dafür belohnt von Allah Tabaraka wa Taala, indem man Du'a für sie macht nach dem Tod und Allah für sie um Vergebung bittet und für sie spendet und die Hajj oder die Umrah für sie vollzieht. Auch gehört dazu das gute behandeln ihrer Verwandten und Freunde. Abu Dawud rahimahullah überliefert in seinem Sunan, dass Abu Usayd al-Sa'idi radiyallahu an sagte, während wir بامجسانتن الله صلى الله عليه وسلم زعسن فقَعَتَ من مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوِيَ شَيْءٌ ابرّهما به بعد موتهما قال نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما دجنت صلى الله عليه وسلم فودي دجfragt gibt es etwas das mir noch bleibt womit ich meine eltern nach ihrem tode gut behandeln kann Gut behandeln kann. Der Prophet sallallahu wasallam, antwortete, antwortete daraufhin: Ja, das Gebet für sie, und damit ist die Dua gemeint, das Bitten um Vergebung für sie, das Erfüllen ihrer eingegangenen Versprechen, ihrer Verwandten Bedenken sowie ihre Freunde Ehren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt in diesem Hadith, meine lieben Geschwister, fünf gewaltige Dinge, mit denen man weiterhin gütig zu den Eltern sein kann nach ihrem Tod. Mit denen man, mit diesen fünf Dingen, ist man weiter gütig zu den Eltern, obwohl die Eltern die Dunya verlassen haben. Erstens, erster Punkt, meine lieben Geschwister, das Gebet. Und damit ist die Dua gemeint. Mit dem Gebet in diesem Hadith, welches erwähnt wurde, ist das Bittgebet gemeint, dass man für die verstorbenen Eltern bzw. verstorbene Mutter oder Vater Dua macht. Zweitens, mein lieber Bruder, das Bitten für sie um Vergebung. Drittens, das Erfüllen ihrer eingegangenen Versprechen. Das bedeutet, wenn sie dich beauftragt haben oder hatten, etwas für sie zu tun nach ihrem Tod, wenn du dies erfüllst nach ihrem Tod, gehört dies zu dem guten Behandeln der Eltern nach dem Tod. Wenn sie zum Beispiel Schulden hatten, gleichst du, gleichst du sie für sie aus. Viertens, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ihre Verwandten bedenken und damit ist gemeint, dass man die Familie der verstorbenen Eltern besucht und gut zu ihnen ist, wie zum Beispiel den Onkel, Tanten, Oma, Opa, Sheikh Saleh al Hafizahullah sagt, dies gehört ebenfalls zur Güte der Eltern, wenn man dies tut. Fünftens, ihre Freunde ehren. Wenn sie Freunde hatten vor ihrem Tod, dann gehört es zu der Güte der Eltern, wenn du sie ehrst. Dies erfreut deine Eltern, obwohl sie die Dunja verlassen haben und verstorben sind. Sheikh Salih al fawzan Hafizahullah Azza wa erzählt in seiner Kommentierung zu diesem gewaltigen Hadith, dass Ibn Umar sich eines Tages auf einer Reise befand. Und auf dem Weg traf er auf einen Araber. Als er ihn sah, ging er zu ihm schenkte ihm seine Mütze und ließ ihn auf sein Reittier steigen. Daraufhin sagten diejenigen, die mit Ibn Umar waren, O Abu Abd rahman damit ist Ibn Umar gemeint, das ist die Kunja von Ibn Omar. O Abu Abd rahman das ist ein Araber, ihm reicht doch weniger als das, was du ihm alles gegeben hast. Daraufhin sagte Ibn Umar, er war ein Freund von Umar, er war ein Freund von Umar. er hat den Wüsten Araber deshalb so geehrt, meine lieben Geschwister, subhanallah, weil er der Freund seines Vaters Umar ibn al-Khattab war, um nach diesem oben genannten Hadith zu handeln, um zu denjenigen zu gehören, die nach diesem gewaltigen Hadith handeln. Unser Prophet sallallahu الله wa sallam sagt in einem Hadith, إذا مات ابن آدم, إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية Wenn der Sohn Adams stirbt, werden alle seine guten Taten enden, außer drei: eine fortdauernde Spende, auf Arabisch, oder ein rechtschaffenes Kind, welches für ihn betet, oder nutzbringendes Wissen. Aus diesem Hadith, meine lieben Geschwister, entnehmen wir den Vorzug des rechtschaffenen Sohnes. Und, und die Wichtigkeit der Erziehung der Eltern. Denn die Eltern sind doch diejenigen, welche ihre Kinder auf das Jenseits vorbereiten und ihnen die guten Dinge beibringen. Die Stufe eines Vaters im Paradies wird erhöht dadurch, dass sein Sohn für ihn Dua macht. Und dieser Hadith umfasst alle rechtschaffenen Kinder, sei es männlich oder weiblich. Und wir entnehmen... Aus diesem Hadith, wie wichtig und gewaltig es ist, für die eigenen Eltern viel Dua zu machen. Deswegen, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, ich bitte euch darum, eine Sache zu tun. Vielleicht direkt nachdem du diesen Vortrag gehört hast, wenn deine Eltern leben, so verlange ich für Allah subhanahu wa ta'ala, dass du heute deinen Vater fragst, o mein Vater, bist du zufrieden mit mir? Und wenn deine Mutter lebt, Grüße sie und frage sie, meine geliebte Mutter, bist du zufrieden mit mir oder nicht? Denn wahrlich die Zufriedenheit von Allah liegt in der Zufriedenheit der Eltern. Wenn du dich schämst, sie persönlich zu fragen, dann sende ihnen eine Nachricht oder rufe sie an. Wisse, dass deine Eltern heute leben, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, und ich bin mir sicher, dass diejenigen, dessen Eltern heute nicht mehr da sind, sie sich wünschen, nur einmal ihre Mutter begrüßen zu dürfen. Wallah, ich bin mir sicher, dass jeder, meine lieben geschwister, wenn er bereits ein hohes alter, selbst wenn er ein hohes alter erreicht hat, er sich wünscht, dass seine mutter am leben wäre und ihr an der seite stehen würde, er wünscht sich eine gelegenheit zu finden, in der er seine mutter begrüßen darf, um ihr gegenüber gütig zu sein und für sie etwas zu erledigen oder für sie einzukaufen oder sie zum arzt zu bringen. was ist mit dem, denjenigen, liebe geschwister? die diese Ni'ma spüren dürfen was ist mit denjenigen die diese Ni'ma spüren dürfen spüren dürfen dass ihre eltern leben und sie sie trotzdem schlecht behandeln und vielleicht sogar gar nicht besuchen aufgrund von angelegenheiten dieser verfluchten dunya Ittaqillah. Ittaqillah. Fürchte Allah, dass du deine Eltern meidest aufgrund der Dunya. Fürchte Allah, dass du deine Eltern meidest aufgrund der Dunya. Fürchte Allah, wa dass du deine Eltern meidest aufgrund einer Angelegenheit, der Angelegenheiten der Dunya. Sei geduldig. Sei doch geduldig, selbst wenn sie dir was schlechtes angetan haben, sei gütig zu ihnen, kauf ihnen Geschenke und behandle sie gut, und wenn sie verstorben sind, dann sei weiterhin gütig zu ihnen, bau für dein Vater einen Brunnen oder eine Moschee. Stell dir vor, wie sehr dein Vater sich freuen wird, wenn er die Moschee oder den Brunnen sieht, den du für ihn gebaut hast. Was wir heute leider sehr oft mitbekommen, dass unsere Geschwister nicht mehr wissen, wie man mit den Eltern zu sprechen hat. Man hört leider sehr oft, dass der Sohn oder die Tochter auf einer schlechten Art und Weise mit den Eltern reden. Wenn die Eltern sie rufen, reagieren sie entweder nicht oder man antwortet frech. Sie erheben ihre Stimmen über ihre Eltern und einige beleidigen sie sogar, subhanallah, und nehmen sie nicht ernst, deine eigenen Eltern, Allahu Musta'an. Sie erteilen ihren Eltern Befehle und verlangen von ihnen, bestimmte Dinge für sie zu erledigen. Schäme dich dafür, schäme dich dafür. Schäme dich dafür, lieber Bruder und liebe Schwester. Denke genau nach über die Verse von Allah تبارك wa Ta'ala und die Aussagen unseres Propheten Muhammad sallallahu الله wa sallam und den Sahaba und التابعين. Muhammad ibn al-Munkadir, einer der Fuqaha von Medina, einer der großen Imame, Imame Imam unter den Salaf, wenn seine mutter wütend wurde legte er seine wange auf die erde und schwörte bei allah dass er sie nicht hochnimmt bis seine mutter ihre füße auf die andere seite seines gesichts tut subhanallah das ist das verständnis der er immer über das thema birrul walidain das ist das verständnis der er immer über birru al walidain dies sind einige worte meine ehrenwerten geschwister bezüglich ديزم جوالتين تيما دي جوت زو ألتان أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله لا إله إلا هو أن يشرح صدورنا أجمعين لبر الوالدين اللهم اجعلنا بارين بوالدينا اللهم وفقنا للإحسان إليهما اللهم وأعذنا من العقوق والقطيعة يا ذا الجلال والإكرام اشبت الله سبحانه Bei seinen Namen und Eigenschaften, dass er uns zu denjenigen gehören lässt, die gütig zu ihren Eltern sind. O oh Allah, lasse uns zu denjenigen gehören, die ihre Eltern gut behandeln. Bewahre uns, O oh Allah, von denjenigen, die ungehorsam gegenüber ihren Eltern sind und sie schlecht behandeln. Wallahu ta'ala a'la ala